Hallo liebe Zuschauer und willkommen im Höllenfeuer, eurer wöchentlichen Zusammenfassung der wichtigsten Diablo 3 News. Es ist Samstag, der 23. Juni und das sind unsere heutigen Themen. Inferno Diablo im Hardcore-Modus besiegt und Patch 1.03 aufgespielt. Es ist vollbracht. Etwa einen Monat nach Veröffentlichung des Spiels gelang es den beiden Spielern Kreparian und Krippi vom Team No Life, den höchsten Schwierigkeitsgrad des Spiels erfolgreich abzuschließen, ohne dabei ein einziges Mal zu sterben. Eine respektable Leistung, der in Kreparians Livestream auf Twitch TV mehr als 45.000 Zuschauer beiwohnten. Das sind mehr Zuschauer als so mancher Fußball-Bundesligist in seine Stadien bekommt. Also auch von mir Gratulation zu diesem Durchhaltevermögen. Wobei ab Akt 3 auch hier fast alle Elitegruppen umgangen und ausgelassen wurden. Trotzdem mehr als ich bislang auf die Reihe bekommen habe, von daher Respekt, Jungs. Am Mittwoch, den 20. Juni, wollten viele Diablo 3 Fans Ostern feiern. Der Heilsbringer namens Patch 1.03 wurde auf die Server aufgespielt und sollte viele Probleme des Spiels beheben. Die Änderungen des Patches jedoch sorgten wieder einmal für einen riesigen Aufschrei von Teilen der Fans. Die vollständigen Patchnotes findet ihr als Link in der Videobeschreibung. Hier die wichtigsten und diskutiertesten Änderungen. Die erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, die einige Gegenstände als Bonus haben, wurde beträchtlich um teilweise mehr als 50% abgeschwächt. Hier hat Blizzard auf den Fakt reagiert, dass dieses Attribut, so wie es war, wesentlich zu stark war und zu großen Einfluss sowohl auf den Schaden als auch die Heilung der Charaktere hatte und somit das Gegenstandssystem von Diablo 3 in ein starkes Ungleichgewicht geriet. Vielen Spielern missfällt diese Änderung, da ihnen nun eine Menge ihres verursachten Schadens fehlt. Aber mal ehrlich, hat jemand erwartet, dass die Spieler aufspringen und sich in Jubelstürmen ausbrechend in den Foren dafür bedanken, dass ihre Charaktere nun wesentlich schwächer sind als zuvor? Die Änderung war nötig, das ist Fakt. Die Dropquoten der Gegenstände wurden signifikant geändert. Vor dem Patch konnten Spieler in den ersten beiden Akten von Inferno nicht wirklich Gegenstände finden, die benötigt wurden, um in den Akten 3 und 4 voranzukommen. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als Gold zu farmen und die nötigen Gegenstände aus dem Auktionshaus von Spielern zu kaufen, die in den Akten 3 und 4 Vasen, Fässer, Goblins und Truhen fanden. Viele Spieler gaben daraufhin auf und wandten sich von Diablo 3 ab. Blizzard reagierte nun in Patch 1.03, in dem Spieler ab jetzt auch die besten Gegenstände des Spiels in den ersten beiden Akten von Inferno finden können. Die Chance darauf ist zwar viel geringer als in den Akten 3 und 4, dennoch hat man als Spieler nun das Gefühl, dass es tatsächlich einen Sinn hat, sich den Elite-Monstern entgegenzuwerfen, um vielleicht wirklich brauchbare Gegenstände zu erbeuten und im Spiel voranzukommen. Damit einher geht auch eine Änderung des Nephalem-Buffs. Bei 5 vollen Stapeln des Buffs werfen Bossgegner nun nicht mehr 2, sondern nur noch einen garantierten seltenen Gegenstand ab. Dafür bekommen Elite-Gegner nun aber die gleiche Eigenschaft und werfen bei vollem Buff nun ebenfalls pro Gruppe einen garantierten seltenen Gegenstand ab. Während die Suche nach Gegenständen, also vor dem Patch, noch immer nach demselben öden Muster ablief, 5 Stapel des Buffs sammeln, Bossgegner töten, neues Spiel starten, können wir als Spieler nun endlich dort Gegenstände suchen, wo wir am meisten Spaß daran haben. Oder einfach einen kompletten Akt von Anfang bis Ende spielen. Die Reparaturkosten der Gegenstände wurden mit dem Patch deutlich erhöht. Blizzard teilte mit, dass diese Änderung notwendig war, um Spieler daran zu hindern, Monstergruppen zum Wiedereintrittspunkt zu ziehen und dort so lange Schaden zu machen und dabei zu sterben, bis die Gruppe schließlich erledigt war. Viele Spieler empfanden die Kosten jedoch auch zu hoch, ohne dass man häufig sterbe. Blizzard antwortete mittlerweile darauf und bestätigte, dass man derzeit eine Anpassung überprüfe, um die normalen Reparaturkosten, die nur durch simple Nutzung der Gegenstände entstehen, wieder zu verringern. Die Kosten der Handwerker im Spiel wurden verringert. Das Training und die Herstellung von Gegenständen benötigen nun teilweise deutlich weniger Gold und Material als zuvor. Eine weitere sehr notwendige Änderung, der auch ausnahmsweise die meisten Spieler zustimmen. Mit Patch 1.03 wurde der Schaden, den Monster in den Akten 2 bis 4 im Schwierigkeitsgrad Inferno anrichten, abgeschwächt. Hierdurch sollen die enormen Schadensspitzen entfernt und verhindert werden, dass bestimmte Monster Spieler mit einem Treffer töten, ganz gleich wie viele Lebenspunkte und Schadensresistenz dessen Charakter hat. Dieser Patch wird von vielen Fans heiß diskutiert. Wie ist eure Meinung dazu?
Wurdet ihr von der Schwächung der erhöhten Angriffsgeschwindigkeit betroffen? Habt ihr euch vielleicht kurz zuvor eine starke Waffe mit viel erhöhter Angriffsgeschwindigkeit aus dem Echtgeld-Auktionshaus gekauft, nur um festzustellen, dass der Schaden der Waffe nun lediglich mittelmäßig ist? Haltet ihr die Änderungen im Patch für notwendig und gut, oder ist Blizzard hier über das Ziel hinausgeschossen? Was wären eurer Meinung nach sinnvollere Änderungen gewesen? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Das war's für die dieswöchige Ausgabe von Höllenfeuer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, nehmt euch die Sekunde und klickt auf den Daumen nach oben. Das hilft mir enorm weiter. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Mein Dank geht an die Jungs von Diablo 3.net für die Zusammenstellung der News. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war Gamendo Gaming. Euch eine schöne Woche.